Made with Unity Engine. Wie jedes Spiel, fast. The Station! Und damit würde ich mal sagen, willkommen zu The Station. Ich habe das Spiel noch nicht gestartet, ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt. Wir sehen im Hintergrund schon einen Planeten, der aber nicht nach der Erde aussieht. Oder? Nee, der kommt mir jetzt nicht bekannt vor von den Landmassen hier. Keine Ahnung, was für ein Planet das sein soll. Auf jeden Fall ist hier eine Raumstation, die auch, ja, irgendwie nicht so nach dem Erddesign aussehen würde. The Station, so heißt das Spiel. Es ist eine Art Mystery Game. Aber ich habe gelesen, noch irgendein Puzzle-Game. Also die Story ist, um das direkt mal vorab zu klären, wir haben irgendwie Alien, so eine Alien-Station gefunden, soweit ich jetzt weiß. Ich habe das mal kurz eben überflogen. Und wir werden eben dahin gesendet, aber irgendwie ist der Kontakt zum Team abgebrochen. Jetzt wird so ein Aircon, also so ein Rettungsteam dahin gesendet oder sowas. Und jetzt will ich direkt mal schauen. Ich will mal die Grafik auf Ultra machen. Alles perfekt, V-Sync. Ach, was ist überhaupt V-Sync, Mann? Ich habe keine Ahnung, was V-Sync überhaupt sein soll. Naja, gut, wie auch immer. Audio ist in Ordnung. Control, jetzt ist vielleicht noch ganz wichtig. Input, right-handed, okay, Maus, Controller, WASD, denke ich mal, ist das hier. Move, left ist Run, AR. Ich hoffe, Run brauchen wir nicht. Das sieht mir nämlich eher so von den Bildern aus wie ein Horror-Game und ich hasse Horror-Games. Vor allem, wenn ich auf absolut unvorbereitet reingehe und keine Ahnung habe, was das für eine Art Spiel ist. Es soll ein Mystery Game sein. Ich hoffe mal auf das Beste, dass wir jetzt nicht in irgendein abgefucktes Alien Game hier reinkommen, wie keine Ahnung, wie heißt das, Alien Doppelpunkt irgendwas, wo einfach, oder so Dead Space oder so eine Scheiße, das wäre so kritisch. Ich würde so eskalieren, wenn das jetzt so ein Game wäre, weil einfach nur nee. Und dann befinden wir uns vielleicht schon auf The Station. Wobei, wenn ein Aircon-Team oder so ein Rettungsteam auf die Station gesendet wird, dann sind wir eigentlich nicht alleine, oder? Weil, ich meine, vielleicht habe ich das jetzt eben falsch verstanden, wo ich es durchgelesen habe, aber das wäre ja Nonsens, wenn man ein Ein-Mann-Team da hochschickt. Wir werden es sehen. Vielleicht wird es ja auch ein einfaches Mysterium werden. Ja, Leute. Ich hoffe, es passiert nochmal irgendwas. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mache das jetzt mal wieder so ein bisschen öfters, dass wir diese Spiele testen, weil ich habe schon wieder ein paar Spiele zugesendet bekommen. 5 Stück. How many millions of hours have been spent studying space in the pursuit of finding life in the universe? So what would happen if we found it? Not bacteria or an invertebrate, but an entire sentient alien civilization. Questions we've been asking since the beginning of time could finally be answered. But what if the alien species was discovered in a planet-wide civil war? Imagine the debate that would start. Fear is blinding us. Everything our society has done has led us to this very moment. We can't ignore this. What safety and security will be found in contacting a violent alien race? Is this worth risking our safety, our security? As a compromise, a 3-person team on board an undetectable space station is sent to research the alien world. Halfway through the mission, the space station's communication, navigation, stealth, everything mysteriously shuts down. Proof that we were spying on a potentially violent alien civilization now floats helplessly above them. In a panic to understand what happened, a recon specialist is sent to investigate and coordinate a rescue with the crew. Also, wir sind doch nur ein Mann. Fuck. Och, nee. Wer macht denn sowas? Ich kann mich aber noch nicht bewegen. Approaching the Espial. Security Lockdown active. Also, haben sie echt cool gemacht, finde ich. Aber ich finde das ganz schön dämlich, dass einfach nur eine Person dahin gesendet wird. Das ist einfach, ja, weniger Arbeit, denke ich mal. Aber es ist lächerlich. Und wieso sollte diese Undock-Klammer bitte schön mit unserer übereinstimmen? Das ist so Nonsens. Aber wir werden es sehen. Es ist... Ja, also wir sind jetzt in dieser Station drinne. Okay. Hä? War das nicht gerade eben schon noch mein Kopf? Ach, egal. Es war, glaube ich, noch mein Cockpit, aber jetzt ist es irgendwie auch meine Rettungskapsel oder so. Okay, die Station heißt also einfach hier Espial.
Der Sky kriegt Gänsehaut und das liegt nicht an dem offenen Fenster. Okay, was ich jetzt bei jedem Spiel meistens mache, ist erstmal die Texturen anschauen. Okay, das ist schön gemacht, wirklich. Ich will nicht da rausgehen. Ich will einfach wieder hier einsteigen und wegfliegen. Ist das nicht einfach möglich? Ich meine, wer ist so dämlich und sendet nur eine Ein-Mann-Mission hin? Ich bin ganz ehrlich. Ich befürchte Schreckliches. Insert Power Cell. Okay, können wir das mit der Hand? Das können wir mit der Hand. Was steht da unten? X-Main, X-Aim. Ach, ist ja nice gemacht. Das hätten sie, also das hier ist aber auch locker so eine Sache, die hätte man mit der Unreal Engine machen können. Also ich denke, so einen großen Grafikunterschied. Ich meine, klar, es wäre vielleicht ein bisschen intensiver gewesen, sehr vielleicht noch ein Stückchen schöner aus, aber ich finde, das hier sieht eigentlich schon übelst nice aus, also. Scanner, Mall Function, replace the power cell to begin the scan sequence. Ja, also muss ich jetzt hier eine Scan-Sequence reinhauen? Will ich das überhaupt? Erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Also das hier ist einfach nur so ein Luftschleuse, denke ich mal. Was ist das hier? Keine Ahnung, welche anderen Batteriezellen. Ich nehme jetzt mal das hier und würde gerne... Ich keine Ahnung, muss das vermutlich so rum da reinmachen. Initiating scan. Okay, okay, ich muss mich immer so hinstellen, weil ich nicht genau weiß, was jetzt scan complete. Passiert. Access granted. Augmented reality systems now available. Ich will das nicht. Hey, aber für eine außerirdische Station sieht das saugeil aus. Ich meine, sind wir das hier. Sieht einfach schon geil aus. Erinnert mich ein bisschen an Star Trek Online. Aber. Axion, Explore was aus. Ich habe jetzt immer noch nicht. Ich habe gerade eben nicht so ganz aufgepasst. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe immer noch nicht ganz kapiert. Ist das jetzt hier eine Menschenstation? Oder ist das hier. Inventory? Ah, wie. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das hier gefällt mir echt nicht. Ich bin gerade in meinem Menü drinne. Und im Hintergrund wird die Zeit, wie ihr seht, das seht ihr hier hinten an dieser rechten Textur gerade, wird die Zeit nicht angehalten. Das heißt, wir können nicht einfach mal kurz ins Menü tappen und uns gerade zu saven, wenn wir übelst erschrocken werden. Oder wenn ich übelst erschrocken werde. Upper Deck, Lower Deck. Okay, das hört sich schon mal nicht cool an. Weil das vermutlich echt scheiße werden wird. Oh je. Audio Logs, gibt's noch keine. Current Objectives, gibt's auch keine. Dock on the Espiel Station. So, okay, das habe ich wohl mit Tap gerade ausgelöst. Schöner Teppich. Ah, das war das hier. Ich wollte gerade schon sagen, was ist jetzt schon wieder los? Okay, sieht sehr bequem aus, sieht mit einer Ledertextur aus. Sehr schön, sehr schön. Also vom Level-Design her echt nice. Ich würde mal gerne mal wissen, was das hier für glühende Dinger sind. Aber hier hört ihr diesen... Das ist im Hintergrund dieses komische auftauchende Geräusch, das gefällt mir echt nicht. 10 vorne. Was ist das? Ist ja mal. Erstmal im Welt. Okay, das hier ist so eine Standard-Milchstraßentextur. Es sieht brutal aus. Ich finde es nice. To the critics of this mission. I say it's not sufficient you voice your concerns of danger or ethics. If you are against progress in this moment, you must acknowledge that our very understandings of biology, chemistry, physics, even religion are thrown into question, and you stand in our way. Okay, also ich denke mal, es könnte wirklich gut sein. Moment of the Void. Schmeißen wir mal hin. Hier. Weg damit. Shit. Okay. Es könnte also tatsächlich sein. Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Schön, schön. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Dass wir auf einer Menschenstation sind. Und ich einfach gerade keine Ahnung habe, was auf mich hier zukommt. Ich bin echt gespannt. Hier unten waren wir schon. Also da hinten, das ist... Was ist Axion? Ist das irgendwie eine Firma? Also haben die auch so Deep Space Explorations vermutlich. Also so Erforschung von dem tieferen Weltraum. Augmented Reality Communication by Axiom. User 1. Big Business Meeting. User 2. You bet the sales projections are looking fantastic. Good. Team Geospatial Communication made easy. Okay, was ist Axion? Ist das jetzt hier irgendwie eine Firma? Oder was könnte das sein?
Was ist das hier? Ich würde gerne das examinieren. Creatures of the Future. Ich habe kein gutes Gefühl. System Failure. Ach, ist das hier die neue Version von so einem Flat Screen? Das ist echt geil. Da hinten ist eine Küche, so wie es ausschaut. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Okay, da hinten gehen wir gleich hin. Ich sehe hier schon Caution, irgendeine Warnung. Das ist nicht gut. Ich will die Türen. Was ist das, Kotze? Ich denke mal, das hier ist irgendein Getränk, aber es sieht einfach aus wie Kotze. Nicht cool. Oh, meine Stimme war gerade weg. Nicht cool, aber müssen wir mal schauen, ich will keine Tür öffnen, weil ich ganz genau weiß, dann habe ich keine Chance mehr. Was ist... Linear Actual Reinforced Shoulder? Das sind Implantate für ein verstärktes Schultergelenk und für ersetzte Muskeln. Das ist einfach wieder so überhaupt nicht cool, Leute. Was ist das da? Kann ich das aufheben? Ist das ein Stift, oder? Ja, das ist ein Stift. What inspired this expansion? Upper Lab. Das ist ein Labor. Oh, überhaupt nicht cool. Okay, sowas ist mega schwul. Ich hasse so Spiele, weil ich ganz genau weiß, das gibt einfach wieder richtig einen auf die Schnauze. Also für mich natürlich. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ignis Somnia, discovered in the Northern Hemisphere. Also die haben das in der nördlichen Hemisphäre entdeckt. Okay, irgendein Bakterium. Die Fische sehen aber cool aus. Die haben sie cool gemacht. Irgendwie so durchsichtig. Caution. Maintenance in progress. Also hier kommen wir nicht durch, weil das gerade eine Erwartung drin ist. Was ist denn das? Integrated Standalone Breaker. Maintenance Check. Power Override. Nee, ich will das noch nicht machen. Das öffnet vermutlich hier diese Tür. Ich gehe zuerst mal zu dieser Tür hin. Hey, ist ja alles umgekippt. Launch Door, Low Power. Aiden, Ideal World Doors would open. It seems both you and the station don't work as well expected. As an old station, a dubious age, gracefully Captain. Just turn off the Power Override. Okay, den Power Override war, glaube ich, da hinten das. Was ich mich jetzt jedoch frage ist, reden diese Mila und dieser Aiden, reden die mit uns? Und wieso haben die Spielehersteller bitte schon nicht jetzt direkt gemacht, dass sie mit uns reden? Das würde irgendwie eine Form von Sicherheit. Was zum? Kann ich Licht anmachen? Da oben war jemand. War da gerade jemand auf dem Dach drauf? Heilige Scheiße, noch eins. Oje, oje. Oje, oje, oje. Leute, ich hasse solche Horrorspiele. Hier hängt's gerade. Ich kann hier gerade nichts mehr machen. Hallo? Ich denke mal, der lädt jetzt oder so. To the critics. Restore the power to the launch door. Das habe ich ja gemacht. Also die Station scheint mir etwas beschädigt. Ich bin mir aber nicht sicher. Oi, Leute, 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 Leute.